Remember, the catfish is the king of the Ponta. Ist klar. Ist klar. Sehr schön. Hey, wir haben die Karten doch noch bekommen. Perfekt. Okay, dann haben wir noch ein paar kleine Nebenaufgaben. Beziehungsweise müssen wir jetzt, genau, wir müssen jetzt eigentlich nur noch Gwynt spielen. Ich würde erstmal das mit dem alten Freund ganz gerne noch machen, wenigstens. Und dann würde ich den ganzen Gwynt-Scheiß machen. Ah, wir haben die Karten bekommen. Das ist cool. Oh, richtig viele Karten sogar, wa? So, da lang bitte. 105 Schritte nur noch, bis wir in der Bücherei sind. Also es war folgendermaßen, kann man es beschreiben. Ich bin in diese Bücherei reingegangen und der Verkäufer sagt so, yo, Digga, bist du nicht Geralt von die Rivwar? Und ich so, yo, bin ich. Und er so, krass, Alter, ja, so Typi, mal vor ein paar Jahren ein Buch abgegeben. Für dich musst du noch finden, dann kriegst du ein Buch. Und deswegen gucken wir uns um und suchen das Buch. Die fröhlichen Abenteuer von Muriel, der liebreizenden Metze mit humorvollen Gravuren. The merry adventures of Muriel, the lovely harlot, adorned with humorous engravings. Ist es das jetzt ernsthaft? Ja? Wirklich? Ganz im Ernst? Okay. Sicher, dass hier noch oben irgendwie was ist? Ja, da sind noch mehr. Okay, ich dachte gerade schon. Behandlung von Furunkeln mit Hilfe von Wundätzung, eine Studie. Aha. Mein Manifest, das Leben von Jacques de Aldersberg. My manifesto must be it. There's a letter inside. The vampire's last light hieromancy. Or the noble art of cheese divination. Ich will alle Bücher haben. Ich will die irgendwann mal lesen. Irgendwann mache ich endlich mal einen Part, in dem ich die ganzen verdammten Bücher lese, die wir hier so einsammeln. Oh, das wird schön. Okay, aber vorher. Die Gründe für die Auswahl Jacques de Aldersberg als Großmeister blieben leider ein Geheimnis. Der Orden der Weißen Rose hatte in jenen Zeiten eine Krise durchgemacht und stand kurz vor dem Zusammenbruch. Es ist denkbar, dass die Brüder daher einen entschlossenen Anführer mit klaren Vorstellungen wünschten. De Aldersberg war ein solcher Mann. Zu seinen ersten Entscheidungen gehörte es, den Namen des Ordens in Orden der Flammenrose zu ändern. Besonders erstaunlich ist der Umstand, dass sowohl der Orden als auch der König selbst einem Manne vertrauten, der immerhin einfach aus dem Nichts aufgetaucht war. Es heißt, er sei ein Wanderprediger gewesen, der mit seinen rhetorischen Feldzügen gegen die Anderlinge die Massen zu mobilisieren verstand. Angeblich hat er Wunder gewirkt und seinen Schäfchen Visionen von einer durch die Waisenkälte zerstörten Welt offenbart. Er war zweifellos ein Mann von großem Charisma und unerschütterlichen Prinzipien, welche er seinen Mitmenschen nahezubringen suchte. War er wirklich eine Quelle? War er tatsächlich mit diesem seltenen magischen Talent gesegnet? Wir werden es niemals sicher wissen. Brief von A. Hexer. Im Ozean der Möglichkeiten sind einige Ereignisse wahrscheinlicher als andere. Es ist dennoch nicht einfach, sie herauszufischen. Auch dann nicht, wenn der eigene Intellekt sich durch den ganzen Raum und alle Zeit erstreckt. Ich hinterlasse dir diesen Brief in der Hoffnung, dass du ihn gegen alle Wahrscheinlichkeit eines Tages findest. Denn ich muss dich warnen. Die Menschheit ist in Gefahr. Die prophezeite Zerstörung durch die weiße Kälte ist nicht nur das Gefahrse einer irren Elfin. Vielleicht habe ich noch die Gelegenheit, dich persönlich davon zu überzeugen. Wenn nicht, muss ich auf diesen Brief vertrauen, den du in vielen Jahren lesen wirst, wenn du mehr weißt als zu der Zeit, da wir uns zum ersten Mal trafen. Du musst wissen, dass nichts diese Welt retten kann, außer der Vorbereitung der gesamten Bevölkerung auf die Katastrophe. Den alten Geschichten zufolge kann ein Kind des älteren Blutes die Gefahr abwenden, doch habe es versucht und bin gescheitert. Seitdem werde ich von einer grässlichen Vision verfolgt, einem gekrönten Geist, dem Geist meines Versagens. Ich war erwählt und ich habe versagt. Du und deine Bruderschaft sind unsere einzige Hoffnung. Wenn die Zeit des Wolfssturms kommt, werden die Menschen sterben und nur die Übermenschen werden überleben. Deine Pflicht besteht darin, die Übermenschen in die Welt zu bringen. Was immer du von mir denkst, versage nicht so, wie ich versagt habe. Von wem ist das? Ha. Okay. Okay, gut. Dann, würde ich mal sagen,
jetzt haben wir schon ein bisschen was hinter uns gebracht und ja, als nächstes kommt dann das Turnier. Das Gwyn-Turnier. Okay? Okay. Das will ich wenigstens noch erledigt haben. Auch wenn Plötze am Arsch der Welt ist. Okay, wir laufen nach zur Passiflora. Oh, wir müssen in die Richtung. Dann machen wir nur noch dieses Gwyn-Turnier und dann wird endlich beendet hier. Und dann können wir endlich uns daran machen, Skellige zu betrachten. Ich werde dann allerdings nach dem Gwyn-Turnier erstmal aufhören, das den Rest machen, also hier Gwyn mit Freunden zu erledigen. Also Vernon Roche und so zu besiegen, wer auch immer da noch verfügbar sein wird. Und danach werde ich dann direkt hier am Hafen beginnen. Dann schauen wir mal, wie wir nach Skellige kommen. So, Frage ist, müssen wir nach oben oder müssen wir nach unten? Ich glaube, wir gehen einfach mal unten rein. Ja, wir sind auf der richtigen Ebene. Perfekt. So. Hi. Gesundheit. How do you play for high stakes here? Firstly, we must have the proper effects. Let's have a look at our cards, shall we? Cards are in order, but can we afford the buy-in? We can. Well, let's have a name then, and we shall issue an entry ticket. Geralt of Rivia. Gerard of Rivia. The match will start soon, but the hoi polloi must first be driven out. We will please wait. Achoo! Gesundheit. Ach, Mann. Okay, perfekt. Ma, das ist kein Pöbel. Das ist gute Ablenkung. Tournament participants only. Everyone else out. Achoo! We are cordially invited to come back tomorrow. Ja, okay. So, na denn. Bin ich mal gespannt. Well. Geralt of Rivia. And I was beginning to think this tournament would be a dreadful bore. I'm afraid winning coin from peasants, thugs, and faux aristocrats is no great source of satisfaction for me. We know each other? Let's say we've some mutual acquaintances. I've heard many good things about you. In vivid detail. Place like this, that's more a warning than a recommendation. What's your name? Sasha. Sasha what? Or maybe just skip right to telling me your real name. Place like this, Sasha will need to suffice. Come to the Passiflora often? Seem to know everyone? I'm here from time to time. I cannot say all the faces are familiar, but that is Patrick Hazelnut. Never goes anywhere without those three. Met a man once who traveled with two Zeracanian warrior women as bodyguards, but those three have other talents, clearly. The halfling's Bernard Tully, a farmer, claims to play for pleasure. But everyone wants to win, don't they? Kann sich ein Farmer. He's not particularly fond of others, outcasts, types like you. Ironic, since Phineas himself is a half-elf. And I'm certain you've heard of Count Tybalt. After all, he is the one who organized this tournament. Yeah. Actually, I haven't heard of him. He's reputed to be fabulously wealthy. I can't say how true it is, but he was able to afford his title and the county that came with it. Okay, dann bis später. All right. See you later, Sasha. Try to chat up the other players before the tournament begins. We must all wait for Count Tybalt anyway. Okay. Danke für den Hinweis. Patricks Freundin, ja. Apologies, but I must focus my thoughts before the match. No. I can see that. This will certainly serve me better than your conversation with Sasha has served you. I'd be wary of her. Okay, sorry, dass ich existiere. Dann gehen wir noch mal zu dem Bauern, der sich irgendwie leisten kann, 1000 Gold auf den Tisch zu legen. Is it my ages to squirrel away the coin for the buy-in? Mushrooms are no quick route to riches. You really a farmer? Why not look it? Got a little farmstead just outside the city. Could sit there for days just watching things grow. Yeah.
What's with the smell? The smell? Anywho, mushrooms are all well and good, but one's got to get away at times. My lady, she was in tears, said I'd get my throat slit in Novigrad. But I says to her, I says, Hortensia, what a chance. The best players, the rarest cards. She had to let me go. Ja, ja, let it go. Good luck to you. Pilze beim Wachsen Likewise. Zu sehen. Now, that's the sporting spirit. Not like that half-elf over there who's been shooting me murderous glares this whole time. Ja. Schön. Okay, dann reden wir doch heute den Half-Elf, der... Wer bist du denn? Ja, ich will mit dir reden. Ach so, du willst nicht reden. Hallo, Filias Gellis. What? Playing tournaments often? What are to you? Perhaps you'd wish to see my cards as well. Am I a hee-haw for you to fondle before you choose? Shall I wag my prick for you? Wenn du schon so anbietest. You would likely to advance that far, mutant. Oh, ein Hater. Welcome, ladies and gentlemen, to our closed Gwent tournament. By closed, I mean more than the mere elite nature of the event. Anyone leaving the Passiflora before the end of play will be disqualified. That's rule number one. Rules number two, three, and four are no fighting, dirty play, or magic tricks. We play for golden figurines. The winner will take them all, along with a monetary prize equal to 9 times the buy-in. Easy enough to calculate that 9 have entered. The tournament will consist of 3 rounds. The finalist emerging from said shall play me. Players will be paired by random draw. The groupings for the first round shall be read now. Achoo! Phineas and Tim Knott. Patrick Hazelnut and Harold Featherbuttons. Featherbuttons. Geralt of Rivia and Bernard Tull. How about that? Ramble Frontenstock and... Choo! Madame Sasha. Excellent. A pleasant match to you all. Okay, wunderbar. Dann komm mal her, mein Kleiner. Lass dich vermöbeln. So, ich würde ganz gerne anmachen, genau, und dann spielen. Starting at last. A year down the road, I'll be plying Hortensia and my lads with tales of this night. Let's play! Der tut mir fast schon ein bisschen leid, weil wir jetzt gleich aus dem Turnier kicken werden. Naja, egal. Ja, wie machen wir es denn am blödesten? Ich würde mal sagen, wir hauen Vesma raus und nehmen uns nochmal die Nioh Natalis rein. Ja, viel zu viele legendäre Karten fast schon. Das Sonderkarten, wie auch immer man sie nennen möchte. Sorgt dafür, dass uns Holmes Kommandanten immer weniger einbringt. Okay. Jo, kann sich sehen lassen. Bleiben wir also dabei. Ah, mysteriöser Elf. Die Karte hätte ich auch sehr gerne. Das muss man wirklich mal sagen. Ups, nein. Hier. Du kannst... Ach du Scheiße. Du kannst meine Belagerungseinheiten zerstören. Fuck, das ist nicht schlecht. Denn ich setze auf verdammte Belagerungseinheiten. Verdammt, verdammt, verdammt. Okay. Noch ein für Stannis bitte. Ja, klar. Blöde Gefühl, dass ich die Runde verlieren werde, aus irgendeinem Grund. Er kann meine Belagerungseinheiten zerstören. Ich habe sowieso schon verloren. Katapult. Na geil. Oh, okay. Interessant, würde ich mal sagen. Sehr interessant. So, noch ein Katapult. Also den Triborchier spiele ich jetzt natürlich nicht aus. Oh. Jetzt verbrennen haben, ne? Jetzt verbrennen haben. Aber nein, natürlich nicht. Okay, wir spielen also auf die Art und Weise, ja?
Oh. Oh, was? Nein! Dieser dreckige Wichser. Oh, what? Der hat mich? Das bin ich. Hey, das bin ich. Sehr schön. Okay, dann spielen wir echt jetzt jede Karte. Warte mal, das geht? Wenn wir den Tribouchier jetzt rausspielen, dann haut er uns den weg. Also muss ich warten. Und jetzt wird uns komplett rauskombon, ja. Och, nee, ja, kann man vergessen. Fun Fact, ja, wir haben verloren, weil er jetzt diese ganz vielen Karten rausholen kann. Oh, das ist ein cleverer Typ, ey. Scheiße. Ja, die Runde hat mir von Anfang an verloren, muss man leider mal so sagen. Einfach durch seine scheiß Fähigkeit da drüben. Und die Runde haben wir jetzt auch verloren. Perfekt, GG. Ah, Mann, ist das unfair. Ha! Who would have thought? Thank you for a game well played. So, how did you fare in the first round? Tournament's over for me, I'm afraid. Not necessarily. I have a proposition for you. Shall we discuss it upstairs? Lovely view from the terrace. Okay, dann bin ich mal gespannt. Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, ich lade auch einfach nochmal neu. Aber ich will wissen, was sie vorhat. Was hat die junge Dame vor? Das ist gerade mysteriös. Irgendwie macht mir das ein bisschen Sorgen sogar. Kann was nicht stimmen. So, was willst du? Alone at last. What did you want to talk about? A cartload of coin. That's the grand prize, you know. I can't speak for you, but I'd prefer it didn't land in the wrong hands. And luck can be so undependable. Frankly, one should simply take the coin, subtly, you know, without bothering the others. Why tell me? I'm a woman. I'm in need of that coin. And Geralt of Rivia would never abandon a woman in need, or so I heard. Who'd you hear it from? Fringilla Vigo. She told me of your adventures in Beauclair. Apparently you're dependable. So long as the cause is just. Fine. Let's say I help you. I'll split the coin with you, of course. What's the plan? First, you must stay to the end of the tournament. I shall tell you the rest when the time comes. All sounds pretty mysterious, but fine. Excellent. Now that's settled, let's rejoin the others. Congratulations, madame. A superb match. Did you expect to be victorious, my lady? Yes, I had a good feeling about the tournament. Thief! The coin's gone. The guard's been stabbed. What? How is this possible? No one's removed the coin from the premises. All those leaving were searched. Phew! We must scour the building. Anyone leaving must pass inspection. Verdammt nochmal, ich wollte das Turnier gewinnen. Ich werde natürlich privat gewinnen, aber das machen. Bleiben wir mal dran. Before you ask, it wasn't me. Figured as much. You promised to help me. I say we try to recover the coin together. Agreed. Where do we start? We must get upstairs. Wait. Okay. I say, this Witcher is Captain Hansen's good friend. He could examine the crime scene. Charge only a trifling. A fee? But... We will, of course, collect it from the captain personally. How is his injury from the other week? Has it healed yet? Well, I'd heard it had. Splendid. We shall go upstairs at once. Heh, perfekt. Das ist ja eine.
Okay, dann schauen wir mal. Ist in Ordnung. Ich weiß nicht, ob wir das hätten gewinnen können. Der Typ hatte einfach viel zu gute Karten. Wow. Hat uns richtig weggebrutzelt. Ich werde es später nochmal versuchen, wenn ich hier wieder zurückkomme. Jetzt aber erstmal nicht. Next time we see the captain, my lady, I'd appreciate your mention. That is all, good fellow. You may go. The Witcher requires absolute silence while he works. Of course. So, dann geh mal zur Seite, mein Freund. Ich muss mal hier Witcher's Hands tingeln lassen. That went well. Really know the captain? Yes, a horrid man. Come now, get to work. Das sieht doch omnomnom aus. So, dann zeig mal her. Also, das ist ein toter Mensch. Ich habe ja persönlich immer noch den Bauern im Verdacht. Den Bauern, der Pilzen beim Wachsen zusieht. Hehehehehe. Somebody dragged something heavy towards the terrace. Okay, und was? Ich habe das Gefühl, dass hier was rausgeschmissen wurde. Ups. Was? Ach, da oben. Aber das ist scheinbar nicht von Interesse. Das war das Heaviges, out the terrace gezogen wurde. Ah, hier hinter vielleicht. Nope. Komisch. Ah, hier. Crossbow bolt. A line tied to it. Line's clearly been cut. Thief might have used it to lower the sack of corn. He'd need an accomplice waiting down below to grab it. Something down there, but I can't make it out. Ist ja wie bei Conan hier. Must have been one of the players. Lowered the coin down on the line, then strolled past the guards. This was well prepared. Think you can track the culprit down? Don't know yet. I'll look in the street, see if I can find anything there. Come on. Okay. Wie, wirklich, ich komme mir gerade wie bei Detektiv Conan vor hier. So eine Tat. Ist so typisch dafür. Naja. Okay. Ah, hier drüben. Ups, genau. Jo, schauen wir mal. Also, hier sind wir unterm Balkon. Ja, hier sind wir genau drunter. Nur ist hier nichts zu sehen. Ah, hier. Same as the one tied to the bolt. Gonna have to look around. Where's that scent coming from? Cinnamon. Strange. I don't smell a thing. You'll not find much to do in Novigrad. Oh Gott, was ist mit dir los? Komm mal klar. Wohlhabender Städter. Er hat sein Witcher's Hands nicht eingesetzt, obwohl er ihn einsetzen sollte. Oh, warte mal, was? Der da. Echt? Folgen wir gerade diesem Städter da? Es scheint so. Oder wir führen, oder wir fahren, laufen hier einfach. Nee. Da sind bestimmt Pilze drin. Haste makes waste. Corporate lost this grade. Must have fallen off the wagon. Can you be certain this was the thief's? Crossbow under the packages. Itching to crack a pun about every rosemary having its... I appreciate you resisting the impulse. I've seen this guild mark. It's a trading company's. One that imports spices from Zerikani. They have a storehouse at the docks. Northernmost one on this side of the port. Shall I meet you there? Sounds good. Okay, Frage ist, kann man dieses Turnier überhaupt selbst gewinnen? Ich weiß es nicht. Bringt uns im Endeffekt nicht weiter, also...
ist es mir wurscht, dass wir jetzt nicht direkt gewonnen haben. Aber der hatte für einen Bauern viel zu gute Karten. Naja. Ist egal. Ist egal, die Story geht weiter, auch wenn wir verloren haben. Ich weiß nicht mal, ob das absichtlich so war oder nicht. Casino Royale wurde zumindest nicht raus. Schade. Okay, Tipps. Ja, ja, wir müssen halt einen coolen Auftritt hinlegen. Okay, wer geht denn schon bitte schon normal durch die Straßen? Nein. Treppe? Ha, bitch, please, wir springen über die Treppe. Ah, Junge, bitch, please, wir schubsen den Jungen. So. Okay. In Assassin's Creed wäre ich jetzt über das Torhaus geklettert, statt durchzulaufen. Schade, dass ich das nicht mehr spiele, seit es schlecht ist. Da ist noch ein Junge, der auf mich schießen wollte. Egal. Okay, 54 Schritte nur noch, haben wir fast geschafft. Wurde auch mal Zeit. Und da ist auch schon die Sascha. Ah, jetzt trägt sie sogar mal nette Klamotten. There are six inside. I wasn't able to get the door open. Gotta find another way in then. Ja, wird schon, glaube ich. Von hier aus kommen wir nicht rein. Ah, das sieht doch eigentlich vielversprechend aus. Hier war auch gerade ganz kurz ein A. Vielleicht einfach von hier? Nein, okay. Sieht auch nicht so aus, als würden wir da reinkommen. Ah, ich glaube, von da kommen wir ganz gut rein. Try to get in through here. Lead the way. Ja, ja, ich hab doch. Gucke. Und dann kommen wir hier ganz einfach rein. Oh, Mann. Du bist ja ganz gut im Klettern. Der stimmt doch auch was nicht. Und da sind sie. Und, oh nein, was für eine Überraschung. Der Zwerg ist da. Na Mensch, das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Hehehehehehehehe. Which one's Hortensia? The tall one. Masquerade's done, Tully. Give us the coin. Masquerade? Well put. Been watching you from the start, sweetheart. Though I ought to admit, I thought you'd follow me alone. Told him who you are yet? No? I'm sure he'd love to hear it. Go on, tell him. Or I'll tell Hortensia to break your fingers. Na? Na? What's this about? It's about Madame Sasha swallowing my mushroom farming nonsense hook, line and sinker when she should have been more vigilant. So, will you tell him who you spy for? Or would you rather scream it out? Let go of her. Step away. One of you restrain him, then make sure he gets a good view. Sehr gut. Das ist doch gar nicht mal so schwer, will ich meinen. Oh. Deswegen ist die Quest ab Stufe 26 freigegeben. Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Aber ich bin ja von Natur aus überhaupt nicht misstrauisch. Und habe deswegen so gar nicht darüber nachgedacht, warum eine Kartenspiel-Quest eine Levelfreigabe benötigt. Naja, jetzt wissen wir es immerhin. Es wäre auch sehr lustig geworden. Andernfalls. Oh, good work. I did not in fact suspect him, whereas he clearly caught on to me long ago. Halflings can be unpredictable. At any rate, we've succeeded. Now to divide the coin. It's yours. You won the tournament. But you helped me get my prize back. We'll split it, half and half. Know what? Let's have dinner at the Kingfisher. My treat. To celebrate my last day in Novigrad. Heading back to Nilfgaard? That why you needed the coin? I see you miss very little. Still got a touch of an accent. Ah well. It seems I shall need a new trait. Anyway, I'm compromised in Novigrad, so... Who were you before you became a spy?
I don't rightly remember anymore. But I suppose you can call me Cantarella. That your real name? Well, almost. Ach, komm. Love to. Lass uns was essen gehen. Warum auch immer. Lass uns einfach was essen gehen. Und selbst wenn du mit dem ganzen Geld abhaust, ist es mir auch wurscht. Ich hab genug. As it turned out, my prostitute was actually his sister. He couldn't believe it. Oh, my. He asked me to see her again at the house of the night, and then... Fascinating story. Shall we go upstairs? You can show me exactly how it ended. Na, vielleicht ein andermal. Some other time, maybe. I understand. Not all stories end the same way. In that case, I shall be off. Very nice to meet you, Geralt of Rivia. See you again, someday. Ich bleibe Triss treu. Immer und ewig. Okay, dann würde ich mal sagen, jetzt ist es endlich soweit nach all der langen Zeit des Wartens und so weiter und so fort. Wir fahren nach Skellige, denn wir haben keine anderen Quests mehr übrig, die wir und die uns noch ablenken könnten, außer ein paar Hexenaufträge. Aber die werde ich jetzt vor der nächsten Aufnahme noch machen. Vor der nächsten Aufnahme werde ich ein bisschen Quinn spielen mit anderen Leuten. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir nach Skellige reisen. Endlich! Oh, nach all der langen Zeit. Ha. Ah, das wurde auch mal Zeit. Also, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut.